So, hallo Leute, so, ja, wöchentlicher Event-Shop-Update. Vorab, es gibt heute keine V-Bucks-Mission, sorry an die Leute. Ich hätte mir auch ein bisschen was erhofft, aber, ne, ist ein rarer Moment. So, aber wir kommen jetzt auch mal zu den wöchentlichen Gegenständen. Wir haben einen echten Klassiker, sag ich mal. Der sieht ein bisschen hässlich aus, aber ich glaube, seine Fähigkeit ist auch nicht, also ist schon super. Explosionswaffen verbrauchen bei jedem Schuss mit einer Chance, 20% natürlich, keine Munition. Besonders gut bei Raketenwerfern, wenn man damit ein bisschen spielt, kann man den eigentlich Unterstützungslot tun oder man spielt ihn selbst. Natürlich dann die Chance, keine Munition zu verbrauchen. Eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Also, wer das Gold hat, kann sich den holen. Lohnt sich auf jeden Fall erstmal. 40% keine Munition an Explosionswaffen verbrauchen. Also kann man sich holen auf jeden Fall. Springflut. Ich sag mal so mittelmäßig. Also man kann mit der spielen. Allerdings erwartet nicht zu viel von der. Geht natürlich auch schnell kaputt. Allerdings kann man jetzt nicht so viel davon erwarten. Also ich sag mal so, ich spiele manchmal auch gerne mit der, macht Spaß mit der zu spielen, aber Rückstoß nicht so der Hit und ja, der Schaden gleicht sich nicht so wirklich aus. Also es ist so ein Hin und Her. Man müsste die dann Doppelkrit Crit-Wertung machen, aber ich meine, er kann nur einmal Crit-Wertung und Crit-Schaden machen, von daher ein bisschen schwierig. Magazingröße würde ich dann vielleicht dann empfehlen zu erhöhen. Ja, dann legendäre Kraftquellen. Ja, damit, immer, braucht man immer. Also falls die gerade anfangen, wollen sie jetzt sich einen Helden da rausholen, den sie gut finden, der gute Fähigkeiten hat. Dann Support Spezialist Hawk. Verringert die Energiekosten von Kriegsschrei um 38% oder um 75%, wenn man ihn selbst spielt. Der würde gut passen, wenn man einen mythischen Sturm für mich macht. Da muss man ja, wenn man das Horn zum Beispiel bearbeitet, auch mal Kriegsschrei. Wenn man den dann selbst spielt, der kann Kriegsschrei, ja, der kann Kriegsschrei, dann wäre das sehr guter Pluspunkt. Und ich meine, ja, okay, der hat auch noch Vorwärtskommando, das ist gut. Oder man spielt den auf Minigun, macht Kriegsschrei, dann feuert die Minigun schneller und schneller bedeutet ja immer schnell alle besiegt. Damit kann man gut arbeiten. Dann würde ich mal irgendwo reintun an eurer Stelle. Dann Elektroröhrenaxt. Ja, Elektrowaffen. Allgemein nicht so der Hit. Man kann mit spielen natürlich, aber ich würde die Finger davon lassen. Die sind nicht so der Hit. Besonders die sieht mir jetzt nicht so der Hit aus. Überlebende war klar, das sollte man sich am Anfang auch immer holen. Und jetzt kommen wir zu einem Highlight, das war auch lange nicht mehr drin. Vorteil plus episch ist drin. Wer sich immer fragt, warum ist im Shop eigentlich nur grün und blau drin, da habe ich die Antwort, weil Gold, also Vorteil plus legendär und episch immer sehr, sehr viel kosten. Für 150 muss man 450 bezahlen. Macht man 5, sind es 2250. Ich meine, bei Legendären ist es schon viel mehr. Da war das irgendwas fast 5000. Das ist schon ziemlich viel. Deswegen sind die auch nur selten drin. Aber wenn sie drin sind, holt euch die. Dann braucht man nicht das ewige Farmerei machen. Jetzt, da AFK-Datenbeschaffung und alle anderen AFK-Sachen ja irgendwie immer noch schwieriger werden, die AFK zu machen.
Sturmschlitter war klar. Sollte man sich auch mal holen. Von 40 auf 50 hoch. Ja, von 40 zu 50 hoch. Braucht man Sturmsplitter. Man braucht es zwar nur einmal, aber man kriegt es auch irgendwie immer selten. Deswegen, wenn es im Shop ist, mal holen. Das gleich geht eigentlich auch für Auge des Sturms. 30 auf 40 braucht man das. Und natürlich auch bei, wenn man die Waffe auf 130, also Level 50 bringen will, braucht man das Zeug auch. Das gleiche zählt auch für Blitz in der Flasche, das braucht man sowieso gut wie immer, deswegen immer viel davon holen. Epische Kraftquellen, nicht unbedingt. Man kriegt schon epische Helden während der Story oder aktuell in den Lamas, also in den Piratenschatz-Lama. Vielleicht mindestens auch einen legendären. Allerdings denke ich mal, die meisten werden sich wahrscheinlich eh einen mit legendären Kraftquellen rausholen, weil die dann halt mehr Leben und so haben. Dann reine Regentropfen. Man braucht das immer von Level 1 zu 10, 10 zu 20, 20 zu 30, 30 zu 40 und 40 zu 50 halt. Also beim jeden Aufstieg braucht man die. Deswegen so viel wie es geht immer holen. Hier kriegt man 80 direkt. Das ist sehr gut. Für 400 lohnt sich. Und hier kommt der Standard Vorteil plus selten. Falls man nicht unbedingt farmen will, kann man sich das hier so holen. Als Reserve für ein paar bestimmte Waffen. Da wollte ich nicht hin. Da brauche ich nicht sagen, die braucht man nicht. Es sei denn, man hat es gerade eilig und will seinen ungewöhnlichen Helden auf selten hochmachen. Dann kann man sich hier die holen. Vorteil plus ungewöhnlich, gerade am Anfang, wenn man beginnt das Plankaton Sturmschiff Verteidigung 2 abgeschlossen, dann kann man sich die alle holen. Aber ich meine, die kriegt man hier selbstläufig. Also macht man irgendwelche Missionen, hat man die eigentlich immer irgendwo dabei, im Minimum. Wenn man ein epischer Miniboss irgendwas droppt, dann sind diese Dinger immer mal dabei. Als Missionsbelohnung, klar am Anfang. Wer es unbedingt braucht, kann es natürlich über den Shop holen. Warum nicht? Und jetzt kommt der Knackpunkt natürlich, Vorteil fix. Wenn man seine Waffen hoch machen will auf legendär, dort ist immer wieder eine kleine Menge Vorteil fix. Oder wenn man den Perk ändern will von, was weiß ich, Kopfschussschaden auf kritische Trefferwertung, dann braucht man 600 dafür. Ist zwar ziemlich viel, allerdings würde ich sagen, holt euch das Zeug auch immer wie reiner Regentropfen. Ja, das war das Ganze dazu. Ansonsten gibt es halt nicht viel zu sagen. Ja, Eventshop nebenan hier aktualisiert sich jetzt immer sonntags, vorher war es immer montags oder auch samstags. Ich weiß nicht, was da immer los ist, aber ich würde sagen, dass man das beibehalten kann auf Samstag, damit da wirklich jeder genug Zeit hat für. Sonntag, da ist, weil ich mich da sind immer so, da will man eher so einen chilligen machen, als die ganze Zeit da farm zu gehen, denke ich mal. Samstags wäre eigentlich besser, aber naja, gut, muss Epic selbst wissen, wie wir es machen.